Hallo und herzlich willkommen bei Blut, Zoll, Feuerball. Heute gibt es ein Format, von dem ich keine Ahnung habe, nämlich Arena Cube Draft. Es ist auch kein Kunstgriff, kein Trick von mir. Ich habe mir wirklich null, niente, nada angeguckt, was in der Arena Cube Liste drin ist. Also schauen wir mal, was hier passiert. Da sind Karten drin, die keine Rares und Mythics sind. Da muss was schiefgelaufen sein. Was haben wir denn an bemerkenswerten Karten? Wenn dieser Draft ansatzweise so funktioniert wie der Vintage Cube of Magic Online, wovon ich nicht ausgehe, ist Talia ein super First Pick. Pact of Negation ist kein Pick. Keine Ahnung, ob man um Thassa's Oracle herumpicken kann. Ashiok ist in 40-Karten-Formaten tendenziell gut. Vielleicht tabelt man sowas, wenn man Talia pickt. Rashmi macht Cascade für alle. Teferi ist ein grundsolider Planeswalker. Das ist nice, aber klobig. Devil's Play, roter X-Schuss. Wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht viel über Cubes, die mit modernen Karten arbeiten. Ich weiß aber, dass Talia und Weiß Aggro manchmal funktioniert. Wir gucken mal, ob das im Arena Draft auch der Fall ist. Tja, also die Argumente, Mono-Weiß zu sein von der Seite, stellen sich nicht ein. Dafür gibt es eine Menge guter roter Karten. Auch diese rot-weiße Karte. Ist im normalen Limited insane, ist im Standard sehr gut. Könnte auch für einen Cube-Draft gut genug sein. Anjani brauchen wir ja nicht. Das Schwert, moa, vielleicht. Shieldbreaker. Responder, nee. Ganz ehrlich, nee. Torbran wäre nice, wenn wir rot wären. Also tiefrot. Magmatic Channeler überzeugt mich auch noch nicht so restlos. Ich nehme mal den Showdown. Kartennachschub organisieren ist sicherlich nicht ganz schlecht. So, Ardento Vanguard ist eine Superkarte. Frage ist nur, ist sie super genug? Ich lasse diese. Da ist immer genau eine Karte drin, mit der man weiß, Aggro something machen kann. Kann natürlich sein, dass es die ist, die übrig ist. Und dass das in Wirklichkeit gar nicht offen ist. Es kann auch sein, dass das in diesem Cube einfach gar nicht existiert. Mal abwarten. Trick ist ja, wenn man sich in so Midrange-Geschichten verstrickt, kann man ja im Grunde genommen jede Karte nehmen. Man kann auch einfach jeden Pick, der möglich ist, Dual Land nehmen und dann 5-Color, Good Stuff, wünscht ihr was? Aber das ist halt irgendwie auch langweilig. Unter der Annahme, dass manche Leute das tun, zumindest jetzt vielleicht nicht das Extreme mit den Duels, aber zumindest das. Einfach immer die beste Karte, regardless of Mana-Kurve. Kann man sowas vielleicht bestrafen, indem man ein aggressives Deck ist? Sigrid finde ich tendenziell eine gute Karte. Ardenvale tabled vielleicht noch. Valorous Stance ist mir auch zu reaktiv. Ja, Sigrid ist top. Shepherd of the Flock, boah, ist jetzt nicht so die Top-Karte. Blisken, Cold Steel Heart, Cloudblazer, viel Sweet Stuff, aber alles auch nicht gigantisch. Ich nehme mir, glaube ich, meine Sacred Foundry, um meinen Showdown Splash zu administrieren. Ranger of Eos sucht One-Drops. Wir haben schon Isamaru. Boah, ich glaube, ich bin dabei. Plan ist also dann Weiß, Aggro. In den ersten drei Turns. Später mit solchen Karten nachfüllen. Wenn sich's nicht vermeiden lässt, auch wahlweise zweifarbig mit Rot. Aber lieber wäre es mir eigentlich, den Showdown nur zu splashen oder gar ganz rauszulassen. Andererseits macht er aber auch so viel Kartenvorteil, dass ich den eigentlich nicht rauslassen möchte.
Und im Hintergrund des Showdowns hätte man auch den Shepherd of the Flock nehmen können, um den nochmal zu recurren. Aber ja, muss man, glaube ich, auch nicht. Rimrock, Spikefield, Daredevil, alles gute Karten, aber ich möchte den weißen One-Drop. War bisher in jedem Booster was drin und wir haben sowas wie eine Kurve, das gefällt mir eigentlich. Ob das mit dem durchschnittlichen Thraktusk und Planeswalker wünscht ihr was mithalten kann, können wird, bleibt abzuwarten. Aber grundsätzlich. Kann man damit arbeiten. So. Aha. Jean ist auf jeden Fall der Staumann. Das ist gut. Die beiden Karten, die mich am meisten interessiert haben aus Pack 1, sind getabled. Und da gehe ich natürlich weiterhin auf meinen Heavy White Plan. War in dem zweiten Booster eigentlich noch irgendetwas drin? So, unser Pick 2 ist Showdown, ne? Ja, ich glaube dann Booster 2. Ja, sowieso, wir haben oft auch die einzige weiße Karte aus dem Booster genommen. Allzu viel kann da gar nicht tabeln. Booster, der jetzt kommt, war der mit dem Anjani, dem grün-weißen. Würde ich den nehmen, wenn er noch drin wäre? Vielleicht ja, auf Verdacht. Ach ja, die, genau. Der Aerial Responder ist wenig überraschenderweise noch da. Ich meine, der hat gute Keywords, aber 2-3 ist einfach so unbeeindruckend. Das ist so super clunky zum Equippen. Macht aber ganz gut nachhaltigen Value eigentlich. Den fände ich auch gut, wenn ich irgendwie tiefer zweifarbig wäre. Ich glaube, ich nehme das Schwert. Temple Garden, Raven's Warning, Fatal Push ist noch drin, wow. Ah, nimm mal einen Temple Garden mit. Wer weiß. Dieses Ding. Wie gut ist dieses Ding? Im Draft war das schon ganz okay. Aber es ist halt 3 zum Ausspielen, 3 zum Equippen. Schon der Superklang. So, bisher haben wir durchaus auch Möglichkeiten, im Late Game nochmal Mana zu benutzen. Wir sollten da also nicht zu sehr den Landcount nicht so niedrig halten. Was man eigentlich ja oft gerne tut in einem Agro-Deck, um sich noch mehr Slots mit Playables zu schaffen, um weniger Flood-anfällig zu sein. Aber das Deck hier ist... Ehrlicherweise, es möchte gerne ein Agro-Deck sein. Bisher hat es aber 4 Karten, die unter 3 Mana kosten. Und 5 Karten, die 3 oder mehr kosten. Entsprechend muss da noch ein bisschen was passieren. Aber das kann ja auch. Oh, der Shepard kommt noch rum. Das ist sehr schön. Und die Sacred Cat als Last Pack. Oh, sehr, sehr nice. Das hat sich ja nochmal ganz gut geformt.
Hier ist eine weiße Karte drin, die ich auch durchaus mag, aber sie kostet 5 Mana. Ansonsten Sword of Body and Mind ist vermutlich das bessere Equipment. Ja, das sind, glaube ich, die einzigen beiden Picks. Lyra könnte rumkommen. Ah, wir nehmen das Schwert mal mit. Kann es eventuell, würde ich sogar zwei spielen, aber ist auf jeden Fall schon das klar bessere Schwert. Gibt auch noch plus 2 Toughness, macht auch Token und Mild für 10, was schon komplett insane ist. Und wenn man random gegen Grün-Blau spielt oder eine von den beiden Farben, ist der Protection-Effekt auch schon komplett insane. Ich glaube das. Und für zwei später ist irgendwie. Das ist so krass in einem 40-Karten-Deck irgendwie. So, wir haben einen Clifftop Retreat, das finde ich gut. Hanged Executioner ist super klobig. Guards Willing ist ganz nett. Ist aber, glaube ich, nicht so wichtig. Ich glaube, ich möchte da meinen Showdown einstabilisieren. Giant Killer mag ich sehr gerne. Ist auch wieder stilecht die einzige weiße Karte. So ein weiterer One-Drop für den Ranger. Kann man so machen. Was bist du denn? Interesting. Fragmentize. Boah. Heliots Intervention ist eher die Klobo-Variante. Da gibt es auch nochmal ein. Ich nehme einfach ein weiteres rot-weißes Land. Ich die einfach alle haben. Ich glaube, random Tricks werden wir noch finden, wenn wir es denn brauchen. 10 Kreaturen, 2 Nicht-Kreaturen. Marschroute soweit klar. Das Potenzial zur Interaktion ist bisher noch ein bisschen fragwürdig. Das wäre eventuell ein Grund, Glaskaske zu picken, aber ich glaube, die Hollowblade ist einfach ein zu guter Knecht. Wir haben immerhin den Giant Killer, der kann große Kreaturen kaputt machen oder was tappen. Sigrid kann auch Dinge mal temporär rausnehmen. Also die Hoffnung ist bei dem Deck natürlich, dass wir irgendwie einfach so viel Stress entwickeln, dass wir uns nicht damit abgeben müssen, gegnerische Kreaturen gegen Spot Removal zu tauschen. Ob das so aufgeht, weiß ich nicht. Aber meistens supporten Cubes ja irgendeine Form von Aggro und das sieht hier auch so aus, als wäre das wohl drin. So, hier gibt es keine weiße Karte. Lavamancer ist prinzipiell okay. Nehme ich mal mit, aber ich glaube nicht, dass ich ihn spiele. Skyclave Cleric, jetzt ist natürlich nicht so ganz traumhaft. Ich meine, das ist eine kleine Kreatur, die ein Schwert tragen kann und die man weil das Land legen kann. Ja, andererseits, ich glaube, es ist Quatsch. Einfach weiter Länder. Militia Bugler. Ja, der ist gut. Der ist, glaube ich, zu klobig. Aber der Bugler ist doch angenehmes Power-Level eigentlich. So, das ist alles komplett egal. Guards Willing könnte es schaffen. Letztendlich jedes rot-weiße Land, was es gibt in diesem Cube. Möglicherweise.
Jo, da war eben schon nichts drin, da hat sich nichts dran geändert. Ich glaube, noch dieser Maru-Belt. Ja, die komischen kleinen weißen Dinger sind immer noch drin. Glaube, Fragmentize ist mir zu reaktiv. Fighter Swan könnte was werden. Creature Type Check. 8 Humans. Entsprechend 4 Kreaturen, die keine Humans sind. Könnte also was werden. Glass Casket. Dann Table sogar noch ein Removal. Das ist doch schön. So. Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen was zur Abrundung. Spoiler-Alarm, Swift Response ist es nicht. Adorn Pouncer ist gut. Scrums Expertise ist wahrscheinlich auch okay. Der ist so ein bisschen besser mit dem Equipment. Der ist allerdings eigentlich auch gut mit dem Equipment, weil er drei Schwerträger liefert. Ha. Aber der ist natürlich ein Early Drop. Mit Late-Game-Option. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Rams Expertise tabled und wir nehmen erstmal den Adorn Pouncer. Doomscar ist nicht unsere Baustelle. Wir haben hier einen Premium One-Drop. Der kann mal mitkommen. Okay, so langsam hat sich hier auch eine gewisse Kurve eingestellt. Fairgrounds Warden ist ganz nice, aber ich glaube, ich mag Spirit lieber. Vielleicht ist es auch ein bisschen Verblendung vom Kaltheim Draft, aber mit dieser Kurve sieht das schon so aus, als wäre es möglich, dann und wann mal zu two-spellen. Was haben wir hier? Cast Out ist ein gutes Removal. Das 4-Mana Removal vielleicht ein bisschen zu clunky für dieses Deck, hat aber auch Cycling. Das ist wahrscheinlich ein sehr gutes Removal in diesem Deck. Das ist auch ziemlich gut. Ja, es ist zwischen diesen beiden. Entweder ein so ein Overrun-Effekt, um den Schwarm durchzuschicken. Aber ich glaube, ein Removal, was auch ein Land ist, ist da doch noch ein bisschen besser. Ausschlaggebend, dass wir schon so einen Massenpump haben. Hellspear, das ist ziemlich solide. Wir haben noch keine Verwendung für unsere Graveyard-Karten. Das ist aber eine ziemliche Maschine. Die kann noch mal für Stop End mitkommen. Sieht wirklich sehr anständig aus. Noch ein, zwei Playables. Dann so 16 Länder spielen. Sieht zumindest so auf dem Papier gut aus, finde ich. History of Benalia und der Köter. Basris Lieutenant ist mir, glaube ich, zu clunky. Die History ist schon ziemlich sweet. Wie viele Ritter habe ich? Nicht so viele. Aber der Protective One-Drop ist auch ultra sweet. Ich glaube, ich muss One-Drop nehmen. Vielleicht Table die Benalia sogar. Pick 6, ja, wäre eine zweitletzte Karte. Aber ja, also so aggressives Weiß scheint sonst niemand zu draften am Tisch. Entsprechend könnte das sogar sein. Das ist auch nice. Trick, der auch ein Land sein kann. Von dem Rest brauche ich eh nichts. Jo. Ich möchte wahrscheinlich 17 Länder inklusive dieser beiden spielen. Hätte ich jetzt noch einen Deckslot frei. Heliod, der ist doch gut, oder? Devotion kriege ich hin. Life Gain, boah, mit seiner Hilfe auf jeden Fall.
Okay, Deck voll. Ich könnte mir vorstellen, dass man Guards Willing und Fighters One nicht spielen möchte. Zumindest nicht beide vielleicht. Den Rest möchte ich, denke ich, schon spielen. Mal gucken. Der ist schon ganz charmant eigentlich, ne? 1 plus 1 und Indestructible. Wenn man Glück hat auf zwei Kreaturen. Ah, die Expertise tabled. Ja, die möchte ich dann auch noch spielen. Dann geht der Guards Willing raus. Was kann noch tabeln? Die History kann tabeln. Sonst noch irgendwas gepasst, was irgendwie interessant gewesen wäre? Ich glaube nicht. Momentary Blink und Dings und Bums ist alles nichts, was wir brauchen. Sogar das passend farbige Cycle Duel, ne? Ah, die Pride of the Conquerors. Ja, das ist interessant. Da muss man dann mal überlegen, ob Pride oder Fighters One besser ist, aber ich glaube tatsächlich, dass Fighters One besser ist. Das Indestructible macht einfach eine Menge Wett. Kreaturen-Count ist momentan bei 17. So weit, so gut. History Table tatsächlich. Dann cutte ich, glaube ich, den Fighters One. Ich den Rest schon gerne mag. Ja, das sieht nach einem ganz coolen Deck aus. Stumpf, straightforward. Klar umrissener Plan. Sowas mag ich. So. Wir spielen zu unseren beiden Double-Faced Cards. Diese vier rot-weißen Duels, keinen Mountain und 11 Plains. Welche Plains möchten wir? Ich glaube, die da. Und dann wollen wir mal gucken. Hoffnung wäre, dass Gegner heftig herumdördeln und wir sie einfach auf den falschen Fuß erwischen und vorher zernichten. Ich habe eben beim Draften allerdings auch einige Mass-Removal-Effekte gesehen, die es in diesem Cube gibt. Massacre-Worm oder Magmatic Earthquake oder wie das Ding heißt. Wir können uns auch schon ganz gut rasieren mit dem Deck, aber wir haben auf jeden Fall einen klar umrissenen Plan. Gegner auch. Ein Gegner schon mit Planes anfängt, ne? Na gut, es kann auch Kontrolldecks geben, die Planes spielen. Okay. Jetzt habe ich ein Clue-Token. Sehr schön. Der wollte es aber auch wissen. So. Der kommt ungetappt. Dann können wir Adorn Pouncer und Usher of the Fallen spielen. Und rein Haxorn. Das sieht auch ganz okay aus. Beeindruckend.
diesen Turns spielen wir nur einen Spell. Nächste Runde spielen wir möglicherweise mehrere. Ja, wir arbeiten uns hier einfach mal ganz steil nach vorne, würde ich sagen. Zwei Kreaturen von mir kriegen plus 2 plus 1. Denn Double Striker ist ein guter Kandidat dafür. Und der Clarion Spirit. Und dann hinein da. Oh, also mit von dem Start bin ich angetan. Kann man so machen. Zakan the Masterless. Wirft einen Drachentoken. Er sagt jetzt, you or Planeswalker you control. Each dragon deals one damage to that creature. Das heißt, jo, wir sollten die beiden 1 Toughness Dudes protecten. Und ihn dazu zwingen, sowas, was auf ihn geht, zu blocken. Ja, und ich glaube, um den können wir uns nebenbei auch noch kümmern. Jawohl. Das hat funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr schön. Dann machen wir nochmal ein, zwei Spiele. Um zu gucken, ob das jetzt ein Strohfeuer oder das Aufgehen des perfiden Plans war. Das ist wieder ein anständiger Starthand. Das ist das Fastland. Dann spielen wir das mal aus. Erstmal Power auf den Tisch, ne? Eins, drei. Bitte. Ich glaube, die muss mal macht den Boden zu und generiert Value. Das ist ja unschön. Gegner ist blau-grün. Ich kenne da so eine Karte in unserem Deck, die möglicherweise ganz okay ist gegen ihn. Eine goldene Gans. Ganz toll. Müssen wir jetzt hier mit einem Counter rechnen? Möglicherweise. Auf das Ding. Ich fände das gut, wenn Brazen Borrower dann wenigstens gecountert würde. Da ich den immer noch nicht mag. Römern wir den mal ganz weg. Okay. Gute frühe Interaktion des Gegners auf jeden Fall.
Das heißt, das hier wird der Test, ob wir auch das Grindy-Spiel spielen können. Und Karten hat er jetzt immerhin nicht mehr viel. Problem ist aber, dass er jetzt genug Mana hat, um nächste Runde irgendwelche Frechheiten zu spielen. Okay, das sieht erstmal sehr übersichtlich aus. Dann jetzt erstmal die klobigen Dinge. Ja, Mana hat er, das habe ich verstanden. Wie schlimm ist der? Muss der weg? Könnte sein, ne? Könnte sein. Scry to Top ist wahrscheinlich blöd für mich. Sky Sovereign. Hui. Mangelt aber gerade noch an Besatzung. Devotion Check 2. Kann man natürlich nächste Runde aktiv kriegen, ja, wie das, wenn er jetzt eine Besatzung findet. Wäre schon eher hässlich. Ich denke mal. Scry to Top ist wahrscheinlich wieder eine schlechte Nachricht. Das ist eine faire Karte. Okay. The Cultivate geht noch. Es ist allerdings fragwürdig, ob er es sich leisten kann. Wenn er einen Attack macht. Na gut, die Gilded Goose kann immer noch blocken. Muss er wahrscheinlich attacken. Macht er mir 6 Schaden und beseitigt meinen Selfless Savior. An den targetet, wiederum lasse ich das einfach passieren, weil der gibt keine Devotion. Interesting. Fairly interesting.
3 Damage macht der nicht, ja? Ja, hätte ich vorher drüber nachdenken und andersrum machen müssen. Erst den Pouncer, dann den Buggler. Das ist leider wieder eine gute Schiffsbesatzung. Man kann mich jetzt für 11 angreifen, aber eigentlich... Wahrscheinlich greift er noch mit dem Flagship an. Und ja, ich hätte gerne... lieber den Pouncer im Spiel. Als den Savior. Spirit. Shepherd of the Flock. Dann. Allzu viele großartige Optionen hat er an der Stelle auch nicht, glaube ich. Er hat auch noch vergessen, seinen Food-Token zu opfern. Okay, so kann man auch gewinnen. Okay, cool. Ja, das war ein erster kleiner Exkurs in Arena Cube. Sieht so aus, als würden die Lektionen, die man mal vom Vintage Cube mitbekommen hat, auf Magic Online translatable sein zu Magic Arena. Mit ein Spiel mit Agro Turbo Power und ein Spiel mit etwas mehr Grind-Anforderungen gesehen. Ich werde mal schauen, was dieses Deck noch so kann, werde euch über das Ergebnis unterrichten und hoffe, ihr hattet bis dahin Spaß beim Zugucken. Entschuldigung, dass die Draft-Kommentierung ein wenig unflüssig war, weil, wie gesagt, ich habe vorher noch nie Arena Cube gespielt, zumindest diese Liste noch nicht, hatte keine Ahnung, was da drin ist. Und habe mich irgendwie verzweifelt an Dinge, die ich aus anderen Formaten kenne, gehalten und entlang gehangelt. Aber das scheint einigermaßen funktioniert zu haben. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.